Hallo, ich bin Sonja. Ich habe mich noch nie mit Kampftechniken beschäftigt, aber das möchte ich heute ändern. Achim Driesen zeigt mir Krav Maga. Dabei geht es darum, mit möglichst einfachen und effektiven Mitteln den Gegner kampfunfähig zu machen, um möglichst schnell zu fliehen. Okay. Ja! Sauber! Halte dich jetzt fest. Ne? Ui. Du kommst jetzt hier raus. Oder? Ja, das ist schon gut. Alles. Ja, das ist schon gut. Also. Ja. Allererste wichtige Variante: Mein Fuß geht nach hinten. Ja. Zweite Variante: Ich schlage entsprechend zu. Ja. Und zwar wieder in den Genitalbereich. Ja. Die dritte ist: Ich fasse oben rum. Ja. Alles und klar. Drücke dich einfach komplett weg. Ja. Oh ja. Aber das ist schon komplex. Das ist gar nicht so komplex. Nee, das war falsch. Das auch wieder nicht. So, so. Legst du einmal zu und reißt oben rum mit dem anderen Arm. Mit dem anderen Arm? Ja. So, um meinen Kopf. Ach so. Ins Gesicht. Ja. Drückst du nach hinten und am besten bleibt der hintere Fuß direkt hinter meinem Fuß. So. Ja, komm mit dem Fuß vor. Nimm weg. Genau, und jetzt drück mich weg. Also mein Fazit, Krav Maga auszuprobieren, war für mich wirklich eine sehr gute Erfahrung. Ich bin in Situationen gekommen, in die ich noch nie gekommen bin und in denen ich mich auch erstmal ohnmächtig fühlte und ich erst ein Fragezeichen hatte, wie komme ich hier raus? Und ich habe Tricks gezeigt bekommen und habe erlebt, dass ich die auch anwenden kann und das ist ein super gutes Gefühl.